Also hier darf ich jetzt den stachellosen Bienenhonig probieren. Und schaut mal, hier sind ja auch tatsächlich verschiedene Farben. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun, dass das verschiedene Honige sind. Also natürlich sind es verschiedene Honige, sondern das Hauptding ist, dass jedes Meliponini-Volk, also jede andere Gattung von denen, einen anderen Honig macht. Also das hier ist zum Beispiel jetzt von stachellosen Honig, Bienen, die heißen Labiceps. Dann haben wir hier einen Honig von Deupansis. Und hier. Okay, ihr habt es gehört, ich habe es nicht verstanden. Also diese Honige hier sind tatsächlich von verschiedenen Gattungen von diesen Meliponinis. Und so schmeckt auch jeder Honig anders da. Übrigens darf ich hier auch nachher Honig kaufen. Die haben den nämlich hier tatsächlich in der Universität im Verkauf drin. You say stop with that. Okay. Also ihr seht, der ist sehr, sehr flüssig. It has a high moisture. Dripping. What's the amount of Dripping. Water? Around 25%. 25% Wow. water. Der schmeckt ein bisschen wie im Nachgang, ein bisschen wie Zimt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist unglaublich. Jetzt der Honig von den stachellosen Bienen, die Deupensis. Das schmeckt wie eine Fruchtbombe. Ich würde es beschreiben wie frische, ausgepresste Hagebutten mit Maracuja. Wow. Okay. Und die letzte Gattung der Stingless Honeybees. Deswegen, jetzt wird übrigens auch klar, warum vorhin die Bienen nicht einen Abgang gemacht haben, wo wir einen Deckel aufgemacht haben und weil die Völker vielleicht auch sich anders verhalten haben. Wahrscheinlich habe ich vor 12 Jahren eine andere Gattung aufgemacht, die dann besonders lichtscheu ist. Ein bisschen wie, es war jetzt ein sehr dunkles Aroma. Erinnert mich ein bisschen an eine faule Avocado mit Kaffeegeschmack und dann mit ganz viel Zucker drin. Durchaus lecker. Aber der beste war definitiv dieser hier, This one? dieser wunderschönen goldgelbe Honig. Maybe for a question. Is it possible that some of these bee strains are more shocked when you open and they see light? Because 12 years ago I seen Meliponini, when you open the lid, they go in 1 second all gone. Yes, But these bees, they didn't. Yes, depend on the species. Ah. Some species they are very gentle, but some species they have like a, they behaving like the reaction when they got the light. They have the Okay, also die Frage ist beantwortet, warum die Bienen, wo wir gerade gesehen haben, im anderen Video eben nicht gleich einen Abgang gemacht haben, weil das eine andere Gattung war. Vor 12 Jahren haben die hier vermutlich die anderen Bienen gehabt, die dann sehr, sehr lichtscheu sind. Und sie sagt auch gerade, die Verhaltensweisen von den Meliponini sind auch sehr, sehr anders. Also sprich, jede Gattung hat wohl so ihre Merkmale. Die einen sind lichtscheu, die einen beißen mehr und die anderen, die machen halt einen Abgang, wenn sie zu arg stört. So, vielen Dank, dass ich hier den Honig probieren durfte. Danke ans Publikum. Das war hervorragend, richtig cool. Kommt von Kappa. Everyone here, kommt Wir von brauchen jetzt Kappa. ganz viel Honig von euch. Okay. Okay.